So, guten Tag, liebe Kollegen. Ich grüße euch zur Pressekonferenz von dem ersten Heimspiel der deutschen FC 2019-20 gegen den Jahres am Samstag, 14 Uhr. Cheftrainer Thorsten und Kai Eisel am Platz genommen, auf jeden Fall auch mal mit einem Spieler dabei. Wir haben Neuigkeiten, die haben schon ausgeteilt. Die Verkündung überlasse ich selbstverständlich dem Coach. Hier bitte. Ja, hallo auch von meiner Seite. Genau, ihr habt ja alle schon gelesen. Felix war schon länger bei uns auf dem Schirm, schon in der Winterpause mal. Hat sich eben dort noch nicht so ergeben. Jetzt sind wir froh, dass er bei uns ist. Auf Ziel-Allrounder, ja, eine große Mentalität mitbringt, eine große physische Stärke mitbringt, beidbeinig ist. Alle Offensivpositionen in unseren Systemen, die wir spielen wollen, begleiten kann. Und so erhöhen wir natürlich zum einen mal den internen Konkurrenzkampf, zum anderen die Flexibilität innerhalb des Kaders. Und deswegen sind wir froh, dass er da ist. Inwieweit das das Wochenende schon ein Thema ist, müssen wir die nächsten zwei Tage abwarten, wie er sich auch präsentiert. Er hat die komplette Vorbereitung mit Paderborn mitgemacht. Ja, was erstmal dafür spricht, dass er gesund und fit ist. Trotzdem braucht es ja den einen oder anderen Moment zumindest noch, um zu verstehen, was wir dann auf fußballerisch wollen. Aber ich bin da guter Dinge, es ist ein sehr intelligenter Bursche. Und dementsprechend ist alles möglich. Gut, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, weil die jetzt zuschauen, haben die Pressemitteilung nicht vor Ort. Also es handelt sich um Felix Trinkgut, den wir vor einem Jahr ausleihen, und jetzt eure Fragen dazu, beziehungsweise insgesamt zu dem bevorstehenden Spiel. Wir machen einen Anfang, Herr Röster ist nicht da, wir müssen ihn synchronisieren. Felix Trinkgut, wer hat denn nicht gekommen? Wie seid ihr auf den gekommen? Wer hat den gescoutet? Wer hat den gesehen? Wie seid ihr da angekommen, den Spieler? Das ist erstmal cool, dass er meine Personalien nicht vor uns frisst. Wir haben ihn gescoutet, um es mal so zu sagen. Beginnend mit unserem Chefscout Björn Ganser, der ihn aus Norddeutschland kennt. Er stammt aus Norderstedt, hat dort in der Regionalliga Nord gespielt, hat dort vor allen Dingen Eindruck hinterlassen mit vielen Toren und vielen Torvorlagen. Und ist dann nach Paderborn eben gewechselt und von dort aus geliehen worden. Jetzt wieder zurück zu Paderborn. Und jetzt haben wir ihn halt gesehen. Ja, wir haben ihn schon länger auf dem Schirm, ich habe es ja gerade schon erwähnt, wir haben ihn in der Winterpause schon in der Offensive besucht. Haben uns dort dann für Maxim Bronicev entschieden damals, auch aufgrund dessen, weil eben Felix Trinkgut nicht funktioniert hat. Und jetzt sind wir froh, dass es diesen Sommer geklappt hat. Noch eine Frage, ist intensiver. Da steht ja nun in dieser großen Pressemitteilung, steht ja nun weiterhin drin, dass es noch nicht abgeschlossen ist, die ganze Sache. Kommt nun noch ein Offensiver oder kommt jetzt doch noch defensiver, vielleicht ein Sechser-Ersatz für Jan Washausen, der ja immer noch mit seiner Wade laboriert ein bisschen und sowas, oder was plant ihr nun noch? Also wenn ich jetzt tatsächlich eine Position nennen würde, würde ich lügen, ja, weil wir es noch nicht abschließend sagen können. Also wir werden weiter die Ohren und die Augen offen halten, die Antennen sind ausgefahren und das Transferfenster hat eben noch bis 2. September offen. Dementsprechend werden wir weiter Ausschau halten. Die Transferaktivitäten sind noch nicht abgeschlossen. Damit ist einfach gemeint, dass wir uns das offen halten wollen. Wenn wir heute kommunizieren, dass wir fertig sind, wäre es eben doof, wenn nächste Woche auf einmal noch einer auf der Matte steht. Und deswegen ist es aktuell für uns noch nicht abgeschlossen. Sollten wir noch einen Spieler dazu holen, wäre dann abgeschlossen. Ja, aber das können wir heute noch nicht sagen. Kam besonders nach dem Spiel gegen Oerding, kam auf, dann ja gerade im Umfeld, ja, alle paar Klinken noch ein Knipser. Ist Felix Trinkgut der Knipser, den Sie sich vorstellen, oder wie sehen Sie es? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Also wir sollten dort die Erwartungen nicht zu hoch halten. Zum einen, er ist zwar jetzt keine U23-Regel mehr, aber er ist im Profibereich, sprich für die ersten drei Ligen, noch ein sehr junger Kerl, ja, der lange Jahre in der Regionalliga Nord gespielt hat. Jetzt mit Paderborn, mit Lotte, das erste Mal so Profifußball in dem Sinne geschnuppert hat. Er hat eine gute Quote in Norderstedt gehabt. Ja, die hat er jetzt in Lotte nicht mehr so gehabt, aber er hat ein gutes Potenzial. Und feststeht, er ist jetzt nicht der Mittelstürmer à la Ulf Kirsten, der nur da vorne auf Eingaben lauert und mit Gegner und Ball ins Tor fliegt. Dieser Spielertyp ist er nicht.
Trotzdem ist er als Offensivkraft in der Lage, Tore zu erzielen. Abgesehen davon, dass er vielleicht nicht spielt, er schießt am Wochenende die Tore gegen Hansa, um ein bisschen umzuschwenken jetzt schon mal aufs Spiel vorne weg. Gibt es da schon, bleibt die Elf, die ihn auf den Punkt zu bringen, die Elf, die ihn Uerdingen gut gespielt hat, dass sie ihn nicht getroffen hat, bleibt die so auf dem Platz? Ist das die Überlegung? Das ist möglich. 100% ist es möglich. Wir werden heute mit der Mannschaft das erste Mal darüber sprechen, wie wir es am Wochenende angehen wollen. Ja, das heißt, wir haben heute Morgen noch die Möglichkeit, dort im Detail zu sprechen, das auch im Video anzugucken, in der Theorie aufzuzeigen, wie wir es uns vorstellen. Und unabhängig davon, wie wir das tun wollen, ist es möglich, dass die Elf eben wieder starten, die letzte Woche gestartet sind, aufgrund dessen, weil sie es gut gemacht haben im Großen und Ganzen. Ja, bis auf diesen kleinen Makel, den wir jetzt inzwischen abgehakt haben, zumindest intern, weil wir es eh nicht mehr ändern können. Und deswegen ist es möglich, dass die Elf wieder spielen. Auf die Frage, wer die Tore schießen soll, würde ich dann gleich mal in Eisen mit einbinden. Ich vermute, dass er, prozentual am wenigsten die Möglichkeit hat, um die Tore zu erzielen. Ansonsten ist es mir relativ egal. Hier können wir 2-0 gewinnen und es passieren beide Tore aus Standardsituationen und, oder direkt in Engen. Also das spielt keine Rolle. Wir haben jetzt keinen Spieler dazu verdonnern und sagen, du spielst am Wochenende, aber wenn du kein Tor schießt, war es das für dich. Also das wird es nicht geben. Wir wissen schon um diese Thematik, wir arbeiten dran, wir trainieren hart daran. Und vielleicht braucht es einfach mal ein Tor, ja, als Knotenlöser für alle Beteiligten. Wir bekommen schon viel gefragt. Und da gleich anschließend, Kai Eisner. War es gleich so im Training bei Ihnen, dass immer den einen oder anderen Ball am Durchrutschen oder zu einer Vision ein bisschen mehr Selbstvertrauen bekommen? Nee, auf keinen Fall. Haben Sie mal das nächste Tor nachgedacht? Nee, ich glaube, die haben es aber auch hinaus schwer genug, da hat sich die irgendwie, ja, es geht einfach mal. Ja. Wie ist es jetzt persönlich? Es geht gegen den Ex-Verein, das ist schon eine Weile her, die sind schon ein Jahr in Halle, spielt das noch irgendeine Rolle oder ist das einfach ein... Ja gut, ich war ein Jahr da, jetzt bin ich ein Jahr in Halle und es ist nicht dieses kleines bisschen was Besonderes, aber es ist nicht mehr so, dass ich da 10 Jahre war und jetzt die ganze Zeit mit dem Kopf drüber mache, wen treffe ich, da war es dann wieder. Was ja auch so nach dem Spiel in Uerdingen viele überrascht hat, dass Sebastian Mayr hinten gespielt hat in der Innenverteidigung. Haben Sie sich da auch sicherer gefühlt, wenn Sebastian Mayr quasi vor Ihnen den Chef der Abwehrreihe macht? Also jetzt nicht unbedingt sicher, wenn Anlage da gespielt hätte. Klar ist mit Basti, so man weiß, dass er auch auf der Position gut spielen kann. Und von dem her ist es eigentlich so, dass man sich da genauso versteht. Vielleicht dann auch, weil der Kai sich auch, ja, dann ist es auch gut, dass er hier ist. Frage ich auch mal Richtung Rostock. Hast du das Spiel vom Wochenende anguckt, also die Auftaktpartie in Rostock? Also wir sind ja nach Düsseldorf gefahren, das lief für MDR, wir haben es alle gesehen. Genau, was angeguckt, ja. Was ist dir da so durch den Kopf gegangen oder was hast du mit deinem Busnachbarn so besprochen? Ja, Basti war ja nicht dabei, deswegen war ich alleine da. Aber natürlich haben wir die erste Halbzeit gesehen, wo sie gut gespielt haben, und in der zweiten, wo es nicht so gut gefasst war. Ist schon eine Mannschaft, wenn man jetzt nur das erste Spiel sieht, hat sich auch einiges verändert, scheint noch nicht ganz so gefestigt, die vielleicht mehr anbietet als Uerdingen. Ja, also sie haben sich letztes Jahr auch schon, hatten letztes Jahr auch schon einen großen Umbruch, dieses Jahr wieder einen großen Umbruch. Und da braucht es natürlich ein paar Pflichtspieler, aber dass du dich da einfindest, dann die Vorbereitung nicht ganz. Wie ist so der Zuversichtsgrad, wenn man sich so die erste Partie anguckt? Eigentlich, wenn man die gleiche Leistung auf den Platz bringt, sieht es gut aus. Ja, wie gesagt, ich glaube, wir müssen auf uns schauen und können jetzt nicht das erste Spiel von Rostock als Gradmeister nehmen. Wir schauen auf uns und versuchen. Aber auch bei denen wir jetzt etwas tun haben, kann ich Gas geben und wir haben auch eine Lust dazu haben, also Rostock zu schlagen. Trainer, was zeigt man der Mannschaft eher, der Videoanalyse, die 3 Tore von Hansa oder die 3, die sie hinten kassiert haben? Sowohl als auch oder weder noch. Wir werden die Dinge zeigen, die für unser Spiel wichtig sind. Ja, und da ist es möglich, dass man ein Gegentor von unserem nächsten Gegner dabei ist. Es ist aber auch möglich, dass ein erzieltes Tor von unserem nächsten Gegner dabei ist. Einfach Dinge, die die Mannschaft ins Spiel mitnehmen sollte. Und was aber überall wichtig ist, das, was Kai Eisele gerade gesagt hat. Ja, wir sollten uns auf uns konzentrieren, wir sollten versuchen, unsere Dinge gut umzusetzen. Dort haben wir letzte Woche leistungsmäßig einen guten Anfang gemacht und unsere Herausforderung war weg vom Ergebnis, wobei wir natürlich wissen, dass unser Beruf ein Ergebnissport ist.
unsere Herausforderung wird sein, nochmal so ein Spiel auf den Rasen zu legen, weil ich glaube nicht, dass es allzu viele Spiele gibt, wo man so dominant ist, so viele Möglichkeiten am gegnerischen oder im gegnerischen 16er hat und dann trotzdem kein Tor schießt. Und wenn es uns gelingt, eben diese Leistung wieder auf den Platz zu bringen, dann bin ich zuversichtlich, dass diesmal der ein oder andere Ball ins Netz geht. Kurz nochmal, wie war der Eindruck von Hansa jetzt im ersten Spiel? Also was erwartet man jetzt vielleicht auch mit den Bildern vom ersten Spiel vor Augen hier für den Gegner und sonst noch? Ich finde, wir sollten beide Halbzeiten richtig einschätzen. Ja, also die erste Halbzeit, das war dann schon auch beeindruckend, zumindest die ersten 25 Minuten, mit welcher Wucht, mit welchem Power sie da nach vorne gespielt haben. Genauso war es überraschend, dann in der zweiten Halbzeit so, dass das Spiel so in die andere Richtung geht. Und was aber bleibt, ist, dass es genau dieses eine Spiel bisher war. Ja, dieses eine Pflichtspiel, wo man noch keine Tendenz erkennen kann. Ja, feststeht, so kenne ich meinen Kollegen Jens Herde. Der wird seit Samstagabend wird er akribisch daran arbeiten, die Schwächen, die sie eben in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, wegzukriegen, an den Stärken weiterzuarbeiten. Und er wird uns 100% analysieren, sodass die Herausforderung gegen Hansa Rostock auch eng mit dem Trainer zusammenhängt. Ja, weil er hat immer einen guten Plan auf seinen nächsten Gegner. Aber wir haben auch einen. Umso besser, dass man vielleicht auch noch das Überraschungsmoment im Ärmel hat. Weil man im ersten Spiel auch einiges Ungewöhnliches aufgestellt hat. Hat man jetzt viele Optionen, wieder was zu verändern, um den Herrn Herde vielleicht zu überraschen ansonsten. Also ungewöhnlich war für uns in der Aufstellung in Hördingen gar nichts. Vielleicht hat für uns gut gemacht. Vielleicht auch für den Trainer von Hördingen. Ja, immer alles erzählt. Weil niemals Abwehr und sowas. Wurden wir verhalten? Naja. Also zum einen habe ich gesagt, dass es der niemals Abwehr spielen wird, ja, sondern lediglich gesagt, dass es super wertvoll vorne ist. Und dass wir aber auch wissen, dass es super flexibel ist. Ja, und auch die Möglichkeit besteht, wenn es notwendig ist, ihn mal wieder hinten zu bringen. Wie sieht es denn personell aus? Gestern war Thias Fett spielt eure komplette Mannschaftstraining. Gibt es sonst irgendwelche Bewegungen, Neuigkeiten aus dem Wasser? Das Krasse daran ist, er hat richtig überragend trainiert. Der hat voll viele Tore geschossen. Es gibt sonst keine Neuigkeiten. Also Matthias Fetsch, das kann ich vielleicht auch schon mal vom Leck nehmen, ist dann am Wochenende auch noch keine Option. Er hat gestern mittrainiert, wir werden heute mal checken, trainiert auch mit dem Nachmittag erst, wie es ihm geht. Das war intensiv für alle Beteiligten, aber auch logischerweise auch für ihn, wie sein Knie eben verkraftet hat, ob es schmerzfrei geht, dann ist es eine Option, dass er weiter im Mannschaftstraining bleibt und zwar voll und dann wird er perspektivisch dann auch wieder eine Option sein. Jan Washausen wird auch noch nicht dabei sein, ja, wo wir, glaube ich, jetzt zumindest so ein bisschen in die richtige Richtung kommen, dass er eben wieder komplett schmerzfrei sein wird mit unseren Ärzten und Physiotherapeuten zusammen. Das kann extrem schnell gehen. Das kann innerhalb von 2 Tagen gesund sein. Und einer wie Jan Washausen, der braucht jetzt keine 4 Wochen Training, um Rhythmus zu finden. Dafür hat er viel zu viel Erfahrung und Klasse. Ja, heißt, dort müssen wir einfach Tag für Tag schauen. Aber ich gehe mal davon aus, dass das am Samstag noch keine Option ist. Alle anderen sind einsatzfähig. Ja, Pascal Sohm könnte ich vielleicht noch nennen, dass ich heute mit einer leichten Magenverstimmung gemeldet hat. Ich hoffe natürlich nicht, dass es was Schlimmeres ist und er morgen wieder da sein kann. Das vielleicht zur Information, da es heute auf jeden Fall nicht dabei heißt, wenn heute Abend spielt, aber nicht spielt. Fisch wahrscheinlich. Fisch. Also die Treffung? Nein, ja. Ich Nun haben wir das erste Heimspiel. Letztes ist das jetzt schon was anderes. Letztes Jahr war das erste Heimspiel gegen Fortuna Köln. Da war eine große Aufregung. Man hat das Neue, man hat das erste Spiel in Zwickau verloren. Und jetzt kommt Hansa. Wie groß ist die Anspannung vor diesem Spiel? Wie sagt man sich also, okay, bitte 10.000 Leute und alle hin? Oder wie geht ihr diese ganze Sache an? Vielleicht auch mal an Kai diese Frage. Spürt man in der Mannschaft schon so ein bisschen Aufregung und so, jetzt geht es endlich, wir wollen den Leuten was zeigen, oder wie geht ihr daran? Aufregung nicht, also erstmal wollen wir natürlich, dass so viele wie möglich ins Stadion kommen, gerade weil es das erste Heimspiel ist, glaube ich, soll ein bisschen warm werden. Und deswegen kann man sich, glaube ich, in dem Fall gut ins Stadion auffahren, natürlich, wenn es bei mir viele Leute kommen. Und ich glaube, so ein Heimspiel ist auch nochmal was Besonderes.
immer ein Derby. Ja. Darf nur das nicht passieren wie letztes Jahr gegen Hansa 0-1 nach 2 Minuten oder wie war das? Ja, so ungefähr. Und dann ging nichts mehr. Ja. Ja. Wie geht es? Kann man sowas vermeiden? So, wird nochmal eine extra Ansprache geben? Leute, wach sein, nicht, dass ihr euch nicht euch, wird das nochmal in die Köpfe gerufen, das Spiel Hansa letzte Saison? Nein, ganz sicher nicht. Also zum einen, man kann es vermeiden. Ja. Jedes Kind so ist vermeidbar. Genau sowas kann man auch vermeiden, aber man kann es eben nicht verhindern. Ja, also, wir versuchen das glücklicherweise, dass wir im perfekten Fall mal schnell in Führung gehen oder überhaupt in Führung gehen. Das wird unser Ziel sein. Und darüber hinaus, ganz ehrlich gesprochen, im Fußball bedeutet ein Gegentor nicht, ja, dass die Welt untergegangen ist. Ja, und wenn man schon ein Gegentor kriegt, das derzeitig fallen würde oder sollte, hat man automatisch viel mehr Zeit, das aufzuholen. Ja, als wenn es in der 87. Minute fällt, das ist ja dann auch nichts Besonderes oder nichts anderes. Und Wir gehen vom Grundsatz erstmal das Spiel rein, dass wir defensiv sehr stabil stehen wollen, dass wir Rostock wenig gestatten wollen, dass wir es weit weg von unserem Tor halten wollen und vorne wollen wir einfach das Ding erzwingen. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir gute Chancen, das Spiel zu spielen. Eine Frage ist wohl angesprochen, es ist ja nun doch relativ warm geworden. Inwiefern macht das der Mannschaft zu schaffen, den Spielern? Macht der Fußballspiel noch Spaß bei der Hitze? Ja, also mir schon, ne? Das ist nicht so viel. Aber ich bin jetzt schon die Woche auch in die Uhrzeit, wo wir auch am Samstag gespielt sind. Ich glaube, da wird es auch ein bisschen dran. Für die anderen ist es ja genauso warm. Das ist nicht unbedingt ein Nachteil von der Mannschaft. Ja, also die Wärme ist nicht toll. Ne? Also für Leistungssport ist sie nicht perfekt. Das muss man einfach so sagen. Aber wir müssen eben damit leben und damit umgehen. Und es ist jetzt nicht so, dass wir oder dass es bei uns hitzefrei gäbe, aber wir nehmen natürlich schon Rücksicht aufs Wetter. Und zwar in Form dessen, dass wir versuchen, das Training ein bisschen kompakter zu halten. Ja, wir trainieren zur Spielzeit. Das liegt genau daran, dass wir am Samstag eben auch genau bei solchem Wetter spielen würden oder spielen, wenn es so warm wäre. Da kann der Körper schon mal austesten, was da alles so passiert. Und dann geht es einfach darum, dass die Jungs extrem viel trinken. Ja, vor dem Training, während des Trainings, auch nach dem Training, auch aus gesundheitlichen Gründen. Und wir versuchen alle Inhalte ins Training reinzupacken, aber ein bisschen komprimierbar. Und, wir sind körperlich in einem sehr, sehr guten Zustand, sodass es da nicht sonderlich wichtig ist, ob wir 15 Minuten länger oder weniger trainieren. Also, okay, im Moment.